Morgen. Hallo. Wir haben jetzt Levanto verlassen und machen uns Richtung Heimat. Werden aber noch einen Stopp jetzt in Bardolino am Gardasee noch mal einlegen, um noch ein bisschen das schöne Wetter zu genießen. Mal sehen, wie wir dann weiterfahren Richtung Heimat. Das werden wir euch jedenfalls berichten. Wir können nur sagen, wir hatten eine wunderschöne Zeit in Italien bis jetzt. Auch die Cinque Terre war wunderschön, auch wenn es anstrengend war. Aber alles in allem tolle Urlaub. Toskana super. Ne? Ja. Ligurien super. Das stimmt. Wunderschön. Aber alles noch sehr voll. Ja, das stimmt. Das hätten wir nicht erwartet. Auch jetzt am Gardasee. Wir haben vorher angerufen, weil eigentlich wollten wir aufs Radewohl fahren. Wir haben aber doch dann angerufen und hatten noch den letzten Platz bekommen. Sie haben gesagt, am Wochenende wird es nochmal richtig voll. Also dann, bis später. Ciao. Tschüss. Plötzlich haben wir Nebel. Wo ist die Sonne hin? Sie versteckt. Ja. Oh, wie will der LKW jetzt hier rauskommen? Das ist ja unglaublich. Ja, von den Boden dran, ne? Hallo. Guten Morgen. Herzlich willkommen von unserem Stopp in Südtirol. Wir waren kurz noch am Gardasee, haben dann noch 2 Tage verbracht und sind jetzt weitergefahren nach Südtirol. Und zwar sind wir jetzt hier in Schlanders gelandet. Im Finchgau. Im Finchgau. Südtirol. Ja. Wir haben hier einen neuen Campingplatz gefunden. Und zwar, der ist erst seit 2017 eröffnet worden und der liegt etwas oberhalb des Berges, zwischen den Apfelplantagen hier. Wir haben jetzt hier auch viel Infomaterial erhalten und zwar haben wir hier so Zettel bekommen, wo so Wanderrouten aufgeführt sind mit Dauer der Strecke, Höhenmeter. Und ob es einfache Wege sind oder Spazierwege sind. Gleichzeitig haben wir auch noch bekommen hier so Fahrpläne für den Bus und für die Regiobahn. Diese können wir alle kostenlos nutzen. Ja, weil mit dieser Karte hier. Mit dieser Karte. Die haben wir auch. Das ist die Finchgau-Card. Ja, und zwar gibt es da eine Regiobahn, die fährt 60 Kilometer lang die Strecke. Das können wir alles kostenlos nutzen. Von hier gibt es auch jede Menge Radwege. Die haben wir auch schon gesehen, also die Schilder. Es ist sowieso alles super gut ausgeschildert hier. Der Campingplatz ist sehr schön, der ist terrassenförmig angelegt. Wir haben hier Stromsäule, Wasser und Abwasser direkt am Platz. Dann gibt es ein Sanitärhaus, Waschmaschine, also das Übliche. Ich weiß gar nicht, sind die Hunde erlaubt? Ja, Hunde habe ich auch schon gesehen, ja, sind hier auch erlaubt, aber angeleint müssen sie sein. Was wir sagen müssen, wir haben hier einen Hubschrauberlandeplatz. Ja, weil nebenan direkt das Krankenhaus ist. Ne? Genau. Haben wir aber auch erst jetzt. Aber diese Nacht haben wir nicht gehört. Nee, haben wir nicht gehört. Gestern am Tag ist der ein, zwei Mal geflogen. Ja, hier war aber auf der Straße ein schwerer Autounfall. Habe ich nämlich heute Morgen in den Nachrichten gelesen. Und da hat der Hubschrauber die nach Meran gebracht. Habe ich nämlich gelesen, die Verletzten. Ja. Nebenan ist ein Freibad. Das kann bis August kann das kostenlos benutzt werden, auch vom Stellplatz aus. Ist aber jetzt geschlossen. Also das ist auch ganz schön kalt diese Nacht gewesen. Wie viel Grad hatten wir? 14 Grad, ne? Ja, hatten wir diese Grad. Nacht. Ja. Ja. Wir werden uns jetzt gleich mal auf den Weg machen. Bis später. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Zufahrt zum Campingplatz Vogelsang. Kommt man vorbei an einem Skaterpark. Da unten ist auch ein Eurospar, wo man einkaufen gehen kann.
Hier ist der Skaterpark. Und hier geht's weiter. Geradeaus ist das Freibad, was ja wie gesagt geschlossen hat. Jetzt hier über die Brücke. Und immer weiter beschildert. Rechts, links vielmehr, ist der Zeltplatz. Und kommen wir. Tatsächlich. Wir sind ja auch überall. Hier ist die Entsorgung. Das Tor ist in der Mittagszeit von 12 bis 14 Uhr geschlossen. Für Fahrzeuge, als Fußgänger kann man dann hier durchgehen. Und da stehen wir. Vordergrund ist die Rezeption. Rechts davon geht zu den Sanitärhäusern oder zu dem Sanitärraum. Links davon zur Waschmaschine und zur Chemietoilettenentsorgung. So, heute ist wieder ein wunderschöner Tag und wir treffen uns gleich mit Freunden und unternehmen eine kleine Wanderung, aber erstmal geht's mit dem Zug weiter. Da im Vordergrund kommt jetzt die Finchgaubahn, da hatten wir ja die Karte vom Campingplatz dazu bekommen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Zugfahrt entlang der einzelnen Örtchen. Und obendrauf auf den Bergen liegt sogar schon Schnee. Richtig entspannt kann man hier das genießen. So, das ist jetzt hier der Algunder Wanderweg, der führt runter bis nach Meran. Ist ein schöner Spaziergang und immer an den Apfelplantagen vorbei. Überall kann man stehen bleiben und wunderschöne Bilder machen.
Ja. So, in Meran angekommen, können wir hier ein kleines bisschen bummeln gehen und dann werden wir uns mit einer guten Tasse Kaffee stärken. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt Südtirol verlassen. Wir hatten gestern noch einen tollen sonnigen Tag. Wir sind von Töll, von dem Ort Töll, sind wir den Alburner Wanderweg bis nach Meran gelaufen. Wir müssen sagen, wir hatten ja hier diese Bahnkarten bekommen von dem Betreiber vom Campingplatz und die waren wirklich Gold wert. Man konnte von Schlanders aus bis nach Meran mit dem Zug fahren, konnte überall aussteigen. Von dort aus gibt es jede Menge Wanderwege. Und auch Radwege, also man kann auch mit dem Fahrrad mit dem Zug, also das Fahrrad mit dem Zug mitnehmen. Man muss nur schauen, das ist eine begrenzte Anzahl, aber ansonsten alles sehr schön. Wir sind heute Morgen bei Regen losgefahren, haben jetzt einen Sonne-Wolken-Mix und sind gerade den Rechenpass Richtung Deutschland am Fahren. Gibt es sonst sowas zu sagen? Also wir hatten es kalt diese Nacht. Jetzt haben wir 9 Grad, also man merkt, der Herbst kehrt ein. Ansonsten alles weitere später. Also wir werden jetzt nochmal einen Zwischenstopp einlegen, wissen allerdings noch nicht wo, werden wir euch aber später berichten. Bis dann, tschüss! Tschüss!